Ja, ich werde aber auf jeden Fall auch noch einen Stream von Defiance machen und denke mal auch mal wieder DayZ. Weil da gibt es jetzt ja eine neue oder neue Erweiterung für eine Mod. Quasi eine Mod in der Mod in der Mod. Die ganz interessant ist, wo man Häuser bauen kann und andere Sachen. Und die ist sehr interessant. Mal gucken, vielleicht findet sich auch jemand, mit dem ich zusammenspielen kann. Jo, tschüss. Irgendwo ist was passiert. Okay. Eika heißt er. Genau, eine Mod in einer Mod in einer Mod in einem Spiel. Weil die Mod, die heißt Origin, ist von der Mod DayZ und das Spiel ist ja von Arma. Hast du schon mal Noir angeschaut? Also den kann ich empfehlen. Noir ist echt gut. Oder halt so Standardsachen, so wie Soul Eater oder so. So wird der geschrieben. Noir. Genau, das heißt auf Französisch Schwarz ruft die da hinten aus der Ecke. Ich tue noch ein bisschen leveln, bis die von da drüben fertig ist. Leveln kann man immer gut gebrauchen. Dann kann ich jetzt noch nebenbei auf eure Kommentare oder auf euren Chat lesen. Ja, Soul Eater ist cool. Am meisten auch die deutsche Version ist sogar gar nicht mal so schlecht. Haben sie gut übersetzt. Jo, Bleach ist auch echt nicht schlecht. Stufe 4. Machen wir wenigstens noch bis Stufe 6 oder so. Genau, Gossene Shell mit Motoko. Aber ihre Motoko ist ja von Lorfina. Genau. Wo ich mir danach alle angeguckt habe, Flo. Mach mal wieder zwischendurch mal heilen. So. Müssen wir jetzt so weitermachen. So, wir sind wieder da. Wir haben leider. Au! Markus, du hast immer so ein Talent für so einen Ja, Scheiß. du mit deinem Voll gegen Fuß. meine Hände, ey. Ah, ich hasse das. Au. Au. Jetzt erzähl du mal. Au. Ja, wir und unser Talent mit Dingen. Mit Spielen, ey. Oh, du sollst sagen, was los ist. Ja, dass es einfach zu lange dauern würde, würde ich jetzt alles wieder auf die andere Festplatte machen und es kann sein, dass die Speicherung dann weg wäre. Deswegen versuchen wir es jetzt erstmal so weiter. Genau. Wir müssen uns einfach mal eine zweite große Festplatte kaufen. Morgen ist doch Samstag, Schatz. Wie wär's, wenn wir mal zum Saturn gehen? Können wir mal gucken. Ja, Chris muss noch Geld eintreiben von so ein paar Kumpels. Genau. Können wir eine Festplatte verkaufen? Oh. So, dann gehen wir endlich mal zum Kristall hin. Ja, genau, wir werden noch gebraucht. Das finde ich auch. Ja, er hat mir so richtig schön oben auf die Finger gehauen. Oh. Ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeweckt.
Der hier sieht mächtig aus. Ja. Guck mal, der Chris kann vorlesen. Wieso muss ich das immer machen? Viele Jahrhunderte lang wachte er über den Kristall. Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Kann das sein, dass du jetzt deinen Text liest und ich lese meinen Text? Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall. Wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Ey, der kann vorlesen. Warum drückst du dich denn immer? Warum drückst du dich denn immer? Ich keinen Bock hab. Ich muss spielen. Wir waren keine Stunde zu spät. Wir haben 2 Minuten später angefangen. Genau. Oder 5, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Mhm. Ja, gut, das stimmt aber nicht. Ging gerade los. Also es ging echt vor einer Stunde los. Ja. So, dann erledige den mal. Oh Gott. Was denn? Das ist Fileck. Nein. Doch. 20 Frames ist nicht so pralle. Ne. Notfalls müssen wir es dann halt einfach wieder vom Stream nehmen. Obwohl die Quali da nicht so toll ist. Mhm. Hoffen wir mal. Das ist immer nur, wenn er die Datei schreibt. Du kannst auch einstellen, dass er eine Datei schreibt. Vielleicht ist er dann nicht mehr so. Man muss ausprobieren. Weiß ich nicht. Kannst ja noch ein bisschen rumlenken mit dem Gegner da. Aber es ist eigentlich jedes Mal, sobald er anfängt zu schreiben. Dann geht er doch hoch auf 60 oder 30. Ja, weil er dann nicht mehr schreiben muss. Yay, yeah, immer drauf kloppen. Pujan, ich kann dir den Chris mal schicken. Weil Pujan ist, der Chris ist auch nicht so gesprächig in Skype. Das geht. Nicht so gesprächig wie der Pujan, was ich gerne hätte. Er redet nämlich sehr gerne. So. Ihr habt Guilds und EP gewonnen. Yay, wir sind Stufe 4, Schatz. Mm. Das Leben wurde erhöht. Mm. Was wurde bei dir? Auch. Aufs Leben. Ich habe irgendwas nicht mehr entziehen. Was hast du denn da? Weiß ich nicht. Fühlt sich hart an und kannst du mal nicht kauen. So, die Kraft ein Stück ist Zahn. Nein, meine Zähne fallen nicht aus. Höchstens irgendwas aus der Wurst. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Yay. Semi-blind. Also der Chris hat schon mal gespielt, ich habe so halb aufgepasst, aber wir haben es noch nicht durch. Genau. Da, 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 da. Yay, 3D und es leckt. Die Kraft des Kristalls ist unglaublich. Jetzt kann ich das Böse, was mein Dorf bedroht, bekämpfen. Um an ihn zu gelangen, müssen wir aber die Noria-Mine durchqueren. Und zum Glück nicht nach Moria, ne? Herr der Ringe haben wir gestern geguckt. Jo. Ich hab's geguckt. Der Chris hat natürlich wieder geschlafen nach einer halben Stunde. Das heißt, heute kann ich mir den Film nochmal reinpfeifen. Und wenn's schlecht läuft, morgen nochmal, weil er wieder eingeschlafen ist. Yay! Jetzt sind wir in 3D und können selber zuschlagen. Keine rundenbasierten, naja. In Klammern, keine rundenbasierten Spiele mehr. Edeltal. Yay. 16-Bit-Musik. Da, 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 dam. Herzen, ihr werdet nicht mehr einen Schuss niedergestreckt. Yay. Wir können was aushalten. Die sind so süß. Und ich habe dem Chris auch schon gesagt, die Grafik hier mag ich auch lieber. Also hätten das auch so lassen können. Leider kommt man an manchen Kisten nicht vorbei. Du kannst ruhig alle Kisten holen. Mache ich ja auch. So, sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Ja, Pech, ich bin aber kein Vegetarier. Die Irena ist sogar Veganerin, die ist noch schlimmer. Neue Karte. Und die akzeptiert das auch, also musst du uns Wurstfresser auch akzeptieren. Genau. So. Einmal in kaltem Wasser. Ja, ich weiß, ich muss den Chris mal ein bisschen mehr disziplinieren. Muss wie beim Militär sein. Hart rangenommen werden muss der Junge, ne?
Nein, ich schlaf lieber. Siehst du, er will kein kaltes Wasser. Woher sollte ich sie nicht kennen? Ihr fragt immer Sachen. Am meisten, weil wir auch noch mit ihr auf der gleichen Map letztens SimCity gespielt haben. Richtig. Ich kenne sie jetzt nicht persönlich, aber wir haben halt auf der gleichen Map mal gespielt und ich habe auch schon mal ihre Videos gesehen und jo. Ach, jetzt kommen persönlich hinterher. Nee. Also es kennen sich ja schon viele Leute untereinander, aber Hannibal kenne ich jetzt nicht persönlich. Nee, tun wir nicht. So. Yay, Scarface ist wieder da. Yay. Wir haben jetzt dreimal, sehen wir jetzt den Screen. Einmal uns auf dem Bildschirm, dann einmal links, weil du den links und dann noch einmal im Open Broadcaster. Ja, ist doch cool. Meinst du, wenn du es zuklappst, dann frisst er weniger Speicher und kann besser arbeiten? Weil wir den Kristall gefunden haben und dadurch ist jetzt alles in 3D. Denkst du, ich würde dir verraten, welche Macken alle Personen der Welt haben? Nur damit du das weißt. Also ich finde, ein bisschen Privatsphäre muss man auch noch haben. Und Hannibal ist so, wie sie ist halt, wenn sie privat ist. Ist so, ne? Wissen wir jetzt nicht. Mhm. Also ich finde, man kann den Leuten auch noch ein bisschen Privatsphäre lassen. Dimensionsstein. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versuch es mit dem Pfad im Osten. Genau, und da kommen wir nur jetzt in der 3D-Welt durch. Genau, es ist wieder am Anfang, stand dann genau. Gerade noch. Die Welt vom Anfang, nur jetzt in 3D. Das ist schon ganz anderes. Doch, den Starfish kennen wir. Haben wir nur noch nicht getroffen. Ich denke, das hält sich noch in Grenzen mit den Lecks. Ja, ich denke auch, das sind ja nur ganz kurze. Ja. Und Starfish kenne ich schon ewig. Das alte Haus. Unser kleiner Monkey, die Ruffy. Da, Haus um. Das ist nicht der Weg zur Noriamine. Gehen wir stattdessen nach Süden. Okay, dann gehen wir halt nicht da lang. Tja. Da ist eine Kiste. Lebensbonus. Ach, Chris, so schnell kann ich das doch nicht lesen. Ja, das ist, dass wir halt Leben von den Gegnern bekommen. Ja. Ich wollte aber, dass ich das fein vorlese. Ja. Dann drückst du es mir weg. Kamerazoom. Ihr seht total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhaltet. Da-da-da-da-da. Lieber Zelda, yay. Nö, ich hab nur Monkey D. Ruffy gesagt. Du Sau, jetzt hast du meinen Namen verraten. Aha. Mit dem Lex ja nur das gerade ziemlich pixelt, wenn du läufst, Hato. Ja, das hatte ich ja auch gesagt. Das liegt an dem Open Broadcaster. Der hat irgendwie eine komische Algorithmik zum Rendern. Nein, wir müssen nur die richtig einstellen. Ja, dann stell es doch anders ein. Soll mal X-Split nehmen? Bist du dann glücklicher? Ich sag nichts mehr. Da mutzt der Chris auch nicht. Wir haben uns eben schon wieder gezofft. Mhm. Guck, er ist schon wieder maulig. So. Ich lese nur das vor. Ich bin die Vorleserin hier. Oh. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Wespe. Arme Amaska. Mary, es hat keine Story. Es geht einfach nur darum, dass man entdeckt, wie die Spiele nach und nach gewachsen sind. Wir haben angefangen mit, ich kann nach links und nach rechts gehen. Und ja, wir haben eine Frau gerade kennengelernt und mit der wollen wir gerade ein Dorf retten. Das ist die ganze Story. Bis jetzt. Ja. So, wir haben halt Farben dazu bekommen und Herzen und gerade eben haben wir Kamerazoom bekommen und... Und Leck gehabt. Genau, und Leck gehabt und mal gucken, was wir in der nächsten Truhe finden. Sammel alle versteckten Sterne in Evoland. Einen Stern haben wir bekommen. So. Es geht halt darum, dass man halt so lernt, wie sich Spiele weiterentwickelt haben, also... Ganz am Anfang kannst du dann nochmal nachgucken, wenn ich es auf YouTube hochlade. Und dann siehst du halt, konnten nur nach links und rechts gehen, war schwarz-weiß. Und dann kamen die Farben dazu. Ah, jetzt guck mal, jetzt sind es nämlich HD-Texturen zum Beispiel. Ja, gerade eben waren es nämlich noch keine HD-Texturen. Die Noriamine liegt im Süden von hier. So, und die haben wir eben gerettet und mit der müssen wir jetzt da kämpfen gleich. Wenn wir es schaffen, sie zu durchqueren, erreichen wir mein Heimatdorf. Und da müssen wir
die Leute retten. Ich hoffe, hier geht es allen gut. So platt ist die Story. Beeilt euch bitte, mein Held. Ja. Ja, ich kotze dich gerade einfach mal an, ne? Genau. Es sah gerade aus, als ob die im Busch verschwunden war. Zum Beispiel haben wir jetzt hier eine Map und die wird sich gleich auch noch verändern, oder? Jetzt, wenn wir auf die Kiste klicken, ne? Dreidimensionale Welt. Da, 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 da. Sieht schon ganz anders aus. Ja, oder? Sieht schon richtig cool aus. Oh, Scarface ist auf Frauensuche. Ich glaube, die sind hier ein bisschen zu jung. Obwohl so die eine oder andere, die ist sogar in deinem Alter. Scar. Eine ganz gewisse Dame ist in deinem Alter. Yay, Minen. Die Minen. Die Tür ist anscheinend verschlossen. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu öffnen. Ich zähle auf euch. Yay. Melika ist so alt wie ich. Scarface ist ein bisschen älter. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen. Wollen ihn ja nicht ganz so ärgern. Ja, finde ich auch eine gute Idee, Mary. Anscheinend will man mir sagen, dass es hier lang zu gefährlich wird, ja? Warnblinkleuchten, so großes Maul, gelbe Streifen. Ja, das deutet auf Gefährlichkeit hin. Sperrgebiet. Sperrgebiet. Wie war das nochmal? Hm? Das eine Lied bei SingStar. Oh Gott, fällt nicht ein. Keine Ahnung. Doch. Druckplatten. Druckplatten. Ist wohl nicht gerade Fort Knox. Kennst du Fort Knox? Mm-mm. Kennt jemand Fort Knox? Hört sich anders, ob es irgendwie auf Monkey Island wäre oder so. Das ist eine gute Frage, warum die überhaupt Türen haben. Yay. Ja, aber nur der Scar ist nur ein paar Jährchen älter als wir. Genau. Du bist noch eine Ecke älter, hast recht. Aber schön, dass du wahr bist, freut mich. Auch für dich in diesem Spiel sieht man die Entwicklung der Videospiele. Vom ganz Anfang 2D-Grafik mit nur links und rechts gehen zu Bildlauf und neuen immer Dingen. Immer moderner. Immer moderner. Immer mit nochmal 3D-Grafik und HD-Texturen bekommen. Mal gucken, was jetzt kommt. Ach, jetzt haben wir einfach nur einen Schlüssel bekommen. Rat mal wofür, Schatz. Nee, du darfst mir nichts sagen, Darkling Klinker, weil ihr sollt uns nicht spoilern. So, lauf weiter. Er braucht bloß mal eine Umarmung. Knuddel ihn tot. Genau, sowas braucht das gar. Guck mal, das ist eine Statue. Mhm. Das ist noch eine. Ach, ich sehe etwas im Wasser. Ja, das sehe ich auch. Nenn mein Spiegelbild. Sorry, der musste jetzt, der fiel mir gerade ein. Nenn, hier muss es noch einen Mechanismus geben. War ein roter Mann. Schau, schon eine Weile habe ich gerade nur angemeldet für den Chat. Ja, ist immer schön, im Chat mitzumachen. Jo. Und wenn ich noch mehr Leute habe, die so ein bisschen älter sind, dann können wir auch einen vernünftigen Dragon Age Stream machen. Dann sind da nicht mehr so viele komische Witze dabei. Wie gesagt, ich finde das ja toll, dass ihr da mitmacht, aber das hat mir irgendwie so ein bisschen die Atmosphäre verdorben. Die ganze Zeit so, ach mein Gott, haben die komische Haare und mein Gott, da stirbt gerade einer ganz tragisch, aber egal. Lachen über die Haare. Ach Mensch, ich habe eine Menge verpasst. Ach, Erdnusskeks, du kennst doch die Story schon, hast du mir eben gesagt in Skype. Da, ein Schlüssel. Was macht mein Wichtel? Keine Ahnung. Ach, Mary, wie gesagt, du warst ja auch dabei. Sie ist nicht so, ne? Wie gesagt, das war ja auch das erste Mal, dass wir gestreamt haben, war eh alles chaotisch und katastrophal genau. Und blub. Vielleicht machen wir es ja Sonntag nochmal. Ich wollte auch morgen dann streamen, da wollte ich dann endlich Herr der Statue mal anfangen. Und ich muss gleich niesen, also seid vorgewarnt. Es kribbelt ich hab vorhin in der auch Nase. Genossen, ja. Also. Ja, Chris hat eben auch genossen. Jetzt habt ihr dann bald unsere beiden Nieser mal. Richtig. In einem Let's Play. Oh, es juckt. Komm her, du. Na, dann halt nicht. Auch gerade, wenn man Games wie Dragon Age spielt, muss man das Geschehene spaßig kommentieren. Ach. Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle. Scarface, du bist so süß. Aber ich darf noch hinzufügen, Scarface hat noch ein ganz, ganz großes Herz. Mhm. Also, Frau, mach dich schlau. Scarface ist im Lande now. Super! Er hat sich toll gereift!
Ich liebe den Reim. Zu was hast du? Zu Dragon Age? Okay. Du bist mir so eine. Ich hab mich sehr wie über mich selber. Hallo Single-Frau Man, ja. Ich oh weine Mann. Schon vor Lachen. Ja, das hört man. Okay. Was ist das? Falle? Oh. Blub. Wieder hochgegangen. Oh! Direkt in den Leck rein. So böse, ey. Ja, machst die alle nieder. Die musst du nur treffen, oder wie? Wenn ich sie treffe. Ja, da stand ja, du sollst sie knuddeln. Ja, ich knuddel sie doch. Nicht weinen, ich bin ja da. Genau, Scarface ist da. Genau. Yay, HD-Interface. HD-Interface. Wo steht das HD-Interface? Rechts oben das Ding. Genau, ist nicht mehr gepixelt. Im letzten Raum gab es jede Menge Monster. Ich hoffe, ihr seid nicht schwer verletzt. Wer ist denn, du mich duzt, du Olle? Leider bin ich beim Kämpfen keine große Hilfe. Lass mich zumindest eure Wunden heilen. Dass ich es nicht immer zwischendurch mache, sondern... Das muss Special sein, das ist Special Dramatico. Das ist der gepanzerte Oktopus. Genau. Den können wir nicht ausrichten. Ich frage dich. Loch, ein toller Ort, um unsichtbare Monster loszuwerden. Unsichtbare? Naja, unbesiegbare eher, ne? Ja, unbesiegbare. Scarfys kleiner Tipp, bei dem schönen Wetter findest du Frauen im Park mit Kinderwagen, manchmal auch ohne. Die suchen immer wen für gemeinsame Stunden, deswegen gehen die ja alle allein in den Park. Also ich lerne immer mehr Frauen kennen, die Kinder haben und Single sind, also es lohnt sich durchaus mal zu gucken. Wenn man die Kleinen von klein auf mit aufzieht, dann sind die auch erträglich. Dann sind die auf einen mitgetrimmt. Oh, ich hätte den ein bisschen nicht aufgehoben. 2, 3, durch. Oh ja, da hat der Chris ewig dran gesessen. 3, durch. So, hier gehe ich aber freiwillig rein. Hehe, da gibt's eine Ruhe. Schön, dass man das Spiel schon halber durch hat. Na. Guck mal, die Karte Sato erhalten. Ich hab mich gefunden. Kennt ihr das noch mit dem Kartenspiel? Das ist das Kartenspiel aus Final Fantasy 8. Also ich kenne das jedenfalls. Und aus 9. Ja, 9 mag ich ja nicht, deswegen kenne ich 9 auch nicht. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, so ein bisschen bei meinem Ex-Freund. Und dann hatte ich genug davon. Würde ich spielen, würde es dir jetzt gefallen. Nein, tut mir leid, da sind zu viele Ex-Freund-Erinnerungen dran. Die überschreibe ich, wie so ein Rekorder. Um was ging es da? Darf ich jetzt nichts sagen. Das habe ich gerade angeschrieben, erträglich. Und Tobi schickt dir mal dir meinen Malz zu dir was. Von deinem Ex-Freund oder die Serie? Nicht die Serie, nur das eine Teil. Fand ich sowieso nicht toll, wenn dann dein Ex-Freund noch so überzeugt ist davon. Ist ja immer noch schrecklich. Ich kann jetzt immer noch alle Lieder von Queen aus. Auswendig, oder wie heißen die nochmal? Ich weiß gerade nicht. We are the champion. Wenn das morgens so als Weckmusik hört, dann hat man irgendwann eine Macke weg, ey. Boah. Unsichtbare Monster. Bist du nicht unsichtbar? Naja, so halb, ne? Hast du den jetzt erwischt? Nee. Der hat sich schnell genug weggedreht. Nö, ich hab's einmal erwischt. Das mit dem Lock wollte ich dir sagen, aber Sato scheint es ja gewusst zu haben. Ja. Hast du keine Kollegin in meinem Alter? Doch, eine Dame. Die schaut aber gar nicht mehr zu. Ist die schon weg? Ich weiß nur nicht, ob die Single ist. Ach, machen wir es einfach so. Ich bin der Einzige auf der Welt, der noch nie FF gezockt hat. Ach, die 9 Teile habe ich auch noch nie gespielt. No. Ich habe auch nur bis 10. Ach, der kleine meines Freundes ist auch echt erträglich. Welcher Final Fantasy Teil? Hey, du hast gerade so toll gesungen, kannst du nicht einen Livestream von SingStar machen? Ach, Scarface. Dann musst du aber mitmachen. Genau, du machst mit, Scar. Ja.
Vor allem, wenn ich kein Sings, dann machen die Lieder, kann ich alle nicht. Ich kann nur Animes. Außerdem kommen dann wieder irgendwelche Leute und sagen, boah, ist das scheiße hier. Na, ich, ja. Ja. Ach. Geh woanders hin. In Lava. Mit mir liebend gerne? Na, Scarface, jetzt tu dich nie auf was festlegen, was du nicht einhalten kannst. Hast du schon ein Headset, damit wir nicht alles doppelt und dreifach hören? Es gibt bestimmt ein japanisches Ding. Ja, Japanisch kann ich auch nicht. Ich kann nur ein bisschen Japanisch. Ich kann nur Animes. Songs auf Deutsch am besten. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache und ich bin eine Quatschtuse. Wieso redet deiner nicht so viel? Pass auf, wo ihr hintretet. Weil ich der Stumme bin. Ich rede nur bei Bossen. Ja, Chris kennt den Weg schon. Nicht so zum schnell. Glück. Am Anfang war das schlimm. Ich bin so oft da reingeplumpst. Yay. Gutes Timing ist der Schlüssel zum Erfolg. Automatisch feuern. Was feuerst du denn automatisch? Ich nicht. Das andere feuert automatisch. Ach so. Spinne. Eine Spinnenkarte. Ja, Melika, ich bin ja auch noch ein Spiel schuldig, also schauen wir mal, wann ich das schaffe. Vielleicht morgen oder so. Sag mal, wann du Zeit hast. Ach. Gott, zu viel. Automobil, zu viel. Na, und in nächster Weise noch fantastisch, ne? Ah ja. Ah, jetzt geht's wieder schneller. Ah, ich mach kann auch das. Mondgesicht! Ah! Fußballspin, aber nein, nicht! In du hin deinem Kopf hier einen Kopf vertrittst. war das Ganze auch mit deinem Kopf gegen eine Wand oder so? Blähelt sich dein Kopf auf wie ein Luftballon? Ich hab den Text jetzt echt nicht mehr vor der Nase. Das war übrigens, Dr. Slump. Genau. Nee, Don't Strafe habe ich nicht. Aber das Spiel soll gut sein. Oh Gott, was ist das nochmal? Ich hab das schon mal gehört. Das ist wie Minecraft. Nur aus der oberen Sicht. Oh, ich hasse Obersicht. Das ist aber ganz interessant. Huch. Ich mag das trotzdem nicht. Sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Hm. Wie viele haben wir denn schon? 9 von 30. Boah. Wieso kommt das jetzt alles nochmal? Der Ted hat sich irgendwie... Das wird jetzt rechts abgeschnitten. Der hat sich irgendwie, weiß ich nicht... Ich muss mal ganz kurz in den Chat. Ja. Da hat jemand was zu langes geschrieben. Ja, deswegen hat der ganze Chat sich neu ausgerichtet. Scarface, lass mal die Ausrufezeichen weg. Genau. Man muss jetzt den ganzen Chat neu kalkulieren. Ist ja schlimm hier, ey. Ja, echt mal. Wir kommen gleich bei dir vorbei, ey. Genau. Chris, Scarface, du musst das nicht ständig neu posten, das reicht doch. Danke. Einfach. Sag das zu ihm, Chris. Mann, ey. Entschuldigung, dass ich mit anderen Männern verwechsel. Ja, das ist schlimm. Scar, sie liebt dich auch. Nein! Ich liebe nur den Chris. Die Macht des Bösen vor uns ist stark. Hoffentlich ist es nicht noch ein furchtbares Monster. Vielleicht ist es diesmal ja niedlich. Yay. Ein Teddybär. Da kommt etwas. Sieht nicht aus wie ein Teddybär. Also wenn das Grillsachen mitbringt zum Scarface. Jo, machen wir. Wie lange hast du gebraucht, um das zu finden mit dem da durchsichtige Wand? Eigentlich nicht lange, weil ich da die unsichtbaren Wände oder überall dagegen gelatscht bin. Auf einmal war ich in der Wand drinne. Nee, niedlich finde ich den nicht. Hier kommt ihr nicht vorbei. Ich muss schon für dich sprechen.
Ja, kannst du doch richtig gut. Hey, der sieht aus wie ihr Sacko. Ja. Ja, jetzt mach mal weiter. Du bist aber am Reden. Ich hab das schon vorgelesen, was da steht. Nein, hast du nicht. Hey, der sieht aus wie ihr Sacko, habe ich gerade vorgelesen. Ja. Ist das ein echter Feind oder bloß ein Schatten? Das ist mein Schatten. Was auch immer es sein mag, wir haben keine andere Wahl, es zu bekämpfen. Attacke! 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 Wuhuhuhu! Batman! Mhm. Komm her, Batman. Zeig, was du kannst. Wann schaffst du den zu schlagen? Sobald er das da macht. Ah! So, er kommt. Komm her, Batman. Die Hälfte haben wir schon. Ah, und wir kriegen neue Herzen, wozu er nicht her. Mhm. Aua. Da ist er gar nicht gegen die Wand geknallt. Mhm. Aua. So, einmal noch. Komm her! Ich sehe gar nicht mehr, wie viele Leute noch zugucken. Kann das mir jemand mal schreiben? Wir haben ihn. Und es leckt nicht mehr. Yay! Yay.